bin jetzt am Hafen, wo ich mit der Fähre rüberfahre nach Keppel Island. Die Fähre soll in 10 Minuten da sein. Und da früh hat es ein bisschen geregnet. Und ein paar dunkle Wolken sind im Himmel, aber da hinten ist der Horizont des Schwarz. Ich hoffe, es wird ein schönes Wetter, aber bis jetzt habe ich mein Wetter eigentlich mal Glück gehabt. Wenn ich fahren habe müssen, hat es geregnet und wenn ich was gemacht habe, war es Sonnenschein. Schon ein bisschen heftig, gerade bei der Hitze, aber es war zwischendurch eine Aussichtsplattform, Ausblick was wird. Und wieder mal bin ich alleine unterwegs. Ich habe ein wenig die Insel erkundet, habe inzwischen mein Zimmer schon gekriegt. Da hat es Probleme gegeben, habe ich geglaubt, in Wirklichkeit hat es keine Probleme gegeben, sondern wie ich gebucht habe, gab es nur noch ein Dreierzimmer frei. Man denkt, besser als nichts. Und jetzt habe ich aber ein Doppelzimmer bekommen und sie hat mir das jetzt so erklärt, dass ich da jetzt viel mehr Platz habe, weil der Raum ist genauso groß wie ein Dreierzimmer, aber da wären halt drei Betten drin gewesen und da hätte ich überhaupt keinen Platz mehr gehabt und sie haben gesehen, dass ich alleine bin und deswegen haben sie mir jetzt ein Doppelzimmer gegeben, das eigentlich normalerweise mehr kosten würde, aber es ist egal. Ich soll eine schöne Zeit hier haben. Wenn man denkt, okay, Hunger habe ich keinen, aber eigentlich hätte ich... Schauen wir mal einen Souvenirshop. Ja, Souvenirshop gewesen. Und denkt, okay, da gibt es ein Bier, habe aber Bier dazu bestellt. Ich habe, glaube ich, $45 gezahlt für die Souvenirs und fürs Bier. Ja, klar, da gibt es nichts anderes. Das ist der einzige Shop, das es da gibt auf der Insel. Und die können verlangen, was wollen. So, jetzt gehen wir kurz ins Zimmer abkühlen und dann werde ich nochmal am Strand gehen.
Die Tag.